Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulima. Wir stehen mitten im Schloss, wo uns noch einige Wachen erwarten. Und deswegen geht's jetzt erstmal los mit Kämpfen. Ah ja, was sollen wir denn auch anderes machen? Yeah. Ha, kann ja nix. Das Schwert war riesig. Das ist ein Langschwert. Ich muss sagen, wir haben ja gestern für unser Review von Lords of Shulima was aufgenommen. Mit dem Beta-Spielstand, der macht ein bisschen mehr Schaden. Ja. Tja, zum Glück hat er den Mark hier nicht eingeschläfert. Ich finde ihn nicht gut, dass du die anzündest. Wieso? Das sind die Bösen. Mit meiner Vorstellung von Moral nicht vereinbar. Ich würde einfach wegbrennen. Das hilft ja nichts. Ja, sie könnten sich auch ergeben, also. Nein, das ist nicht vorgesehen. Dann würden wir sie wie Kriegsgefangene behandeln. Gemäß Genfer Konvention. Genau. Oder nach Gutdünken, das auch manche machen. So wie wir auch selbst behandelt werden wollen, wenn wir gefangen genommen werden. Ja, dann, ich würde mich niemals ergeben. Ich hätte viel zu viel Angst vor Leuten wie dir, die mich dann misshandeln. Ja. Oh, Level up. Du kannst das nicht so schön sagen wie Miriru. Natürlich kann ich das. Ich trau mich nur nicht. Deine Stimme ist aber gefühlt 8 Oktaven niedriger. So, was können wir denn hier noch lernen? Song of Rage, aber können wir nicht lernen. Er erhöht die Stärke. Was macht denn das? Furcht. Ah, dann wollen die fliehen, okay. Da stand Creatures, geht das auch gegen Soldaten, oder? Ich glaube, ja. Soldaten dürften sogar noch mehr Angst haben als Spinnen. So, sie lernt hier auch noch, dass wir weniger mehr Geld bekommen und weniger bezahlen müssen. Weniger mehr Geld bekommen, bezahlen müssen. Ja. Ne, das war eindeutig, was du meintest. Oh, da brennt nur eine Kerze und da keine. Das war so eine Falle. Da brennt auch eine Kerze. So, nach oben geht's nicht. Das so weiß. Das war easy. Das hätte ja selbst ich gekonnt. Da ist was drin. Das ist aber ziemlich wenig Loot. Ja, ne. Das war ein dürftiges Schloss. Muss man auch einfach. Hier ist bestimmt wieder eine Falle. So anerkennen. 8. Huch. Ja. So, jetzt da oder da? Ich sag oben. Ja. Weil das nämlich immer symmetrisch ist. Also, ein bisschen. Ja. Ja, das muss man einfach im Gefühl haben. Da braucht man ein bisschen Macht, dann geht das. Aber du bist kein Freund von Star Wars. Ja, richtig. Du findest das Prinzip oder das Konzept der Macht lächerlich. Ja, ist es ja auch. Nein. Aber da habe ich nur die Macht, meinen vulkanischen Verstand benutzt und dann ging das. Nur Leute, die die Macht nicht verstehen, verachten die Macht. Ja, so welche kleinen Mikroorganismen im Blut, ja, die an magische Kräfte verleihen. Das ist ja aber hier Episode 1. Und das ist eh der schlechteste der 6 Filme. Oh je, wir sind fast tot. Wie? Das ist der schlechteste der 6 Star Wars Filme. Oh, hier sind wir ja am Ende, also beim Eingang. Ja, es sollte aber auch gehen. Da haben wir schon schwierigere Aufgaben gelöst. Na. Trifft ja nicht mal.
Also ich glaube, den großen können wir auch anzünden. Das macht, glaube ich, mehr Schaden. Ein bisschen Regeneration. Bevor wir jetzt nichts machen. Wie du denn vorausgesehen hast, dass er die brauchen wird. Ja. Die Macht. Der widersteht ganz schön oft. Ne, dafür sind die anderen irgendwie nie dran. Ja, weil wir hier unsere Supporterin mit haben. Ja, da steht. Oh, jetzt sind sie aufgetaut. Aufgetaut? Die waren nicht eingefroren, die waren betäubt. Ja. Scheint nicht allzu schön zu sein, ihre Musik. Zumindest der Betäubungssong. Ich glaube, er ist so schön, dass er sie ablenkt. Und oder so, das könnte natürlich auch sein. Sie träumen lässt. Von besseren Zeiten außerhalb des Schlosses. Davon, was sie am meisten begehren. Ja. Ja, davon träumen die. Damit wäre es erklärt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach... Das quirlt so im Hirn rum. Und dann wissen sie nicht mehr, was sie machen müssen. So, jetzt sind wir quasi wieder da, wo wir waren, wo es aber brennt. Ja. Oh. Die schaffen wir wahrscheinlich auch so noch. Ja. Das Geheimnis ist der Quicksave. Ja, wir wollen ja wenig, ziemlich wenig hier diesen Quicksave missbrauchen. Um mal anzutesten, ob wir es schaffen oder nicht. Oder bei Fallen neu laden. Ja, bei Fallen ist das auch überflüssig. Wenn man sich so ein bisschen konzentriert. Heiler ist gleich dran. Das ist beruhigend. Ja, wäre halt echt doof, wenn jetzt wer sterben würde. Ich wette, du guckst nur auf die ersten vier Sachen hier. Ja, die sicher alles andere ist jetzt mir irrelevant. Ja. Ich spiele ja nicht. Ach, stimmt, ja. Ja, du spielst nur, wenn wir gerade was gewinnen. Dann spiele ich mit, ja. Jetzt bin ich mehr Zuschauer. Ist doch gleich. Na. Alles wird gut. Kostet das eigentlich eine Runde für die, dass die nach vorne laufen müssen? Nein, nach vorne fällt man. Aber nach hinten muss man dann aktiv laufen, ne? Ja, kannst dir das Ganze als schräge vorstellen. Ein interessantes Bild. Ja, bei so einer Schräge ist es ganz schön anstrengend. War ein passender Vergleich. Hoch zu laufen oder auch seitwärts und so. Berge sind der Feind. So. Stärke Konstitution, Stärke Agilität, Stärke Agilität. Jetzt war das gleiche Schild gefunden. Ja. Der würde ich das vielleicht geben, ne? Ja. Also sie hat zumindest so einen Agility-basierten Skill. Lung.
Was? Ja, so ist die Binde, die sind immer beweglich. Aha. Was erwartet uns hier? Oh, der Fall, das war aber knapp. Ernüchternd, dass die mal leer sind. Ja, was soll denn noch da drin sein? Acht. Ja, so viel zur Symmetrie. So, jetzt haben wir nur noch einen Drehträger. Wenn er jetzt abbricht, dann laden wir neu. Dann müssen wir nicht eh bald Nahrung holen. Ja, das Schild hier, das können wir benutzen. Denn das war nicht die Geheimtür da am Anfang mal. Nein, das war die hier rechts. Da hat sich es auch bewegt. Tatsächlich. Spinnen. Was ist denn das hier für ein geheimer Raum? Oh, können wir denn das eine Buch da dran? Ja, das war... So. Wir erkunden erstmal kurz hier die Tür. Das waren jetzt aber keine Skillbücher, sondern nur so Zauberrollen, ne? Ja. So, die bekämpfen wir. Sie heilt sich selbst. Knifflig die Gruppe hier. Vor allem sind es nur zwei und die machen uns mehr Probleme als fünf. Ja, weil die einmal so ein Monster da vorne haben und hinten dann so ein Heiler. Allerdings sollte das ja eigentlich jetzt hier schon fast gelaufen sein, wenn wir ihn halbwegs treffen. Ja, ich hoffe ohne Verluste. I am the master. Ja gut, jetzt war's ja. Im Endeffekt doch nicht so schwer. Ja, den Fall, Flammen sei Dank, nicht den Fall. Wir benutzen ja sowas nicht. Wir kämpfen nur ehrenvoll. Mit Feuerzaubern, die den Feind anzünden. Ja, so wie wir haben wir Nahrung dabei? Ausgezeichnet. Wenn ich immer mitdenke. Was würde ich nur ohne dich machen? So, jetzt müssen wir noch heilen. Haben wir diese kleine Truhe da schon? Ja. Ich finde ja hier diese eine, die jetzt die Nummer 5 ist, sieht so ein bisschen aus wie das Männchen von der Nussblieferpackung. Ja. Ist das nicht eine Nuss? Ja, das hat so ein Nussköpfchen. Ich finde, das sieht einfach genauso aus. Ah, alle gestunt. Ist eine riesen Verschwörung. Ja. Bald bekämpfen wir die Nussblie-Imperium. Ja, wir wissen ja nicht, wie es endet. Vielleicht ist das ja so ein abgedrehter Traum von Nusssammlern. Nein, war das die Lords of Shul immer auch nur Werbung für Nussblie. Ja, man kann es doch nicht abschließend ausschließen. Boah. Meinheit. So, ihr könntet die sie wegbomben oder die anderen beiden anzünden. Ja, wir zünden die anderen beiden an, denn Ixus ist dann dran und der betäubt sie und dann stirbt sie. Irgendwann. Optimistisch.
Oh nein, jetzt ist X gestunt worden. Na, ja, wir hauen unser Mana. Weg. Ja, und unsere Arme auch. Ja, bitte verbrennen sie jetzt einfach. Nein, da sind noch 5 Leute vorher dran. Das klappt schon. Ein bisschen Vertrauen. Da. Na gut. Unsere Heilerin hat deren Heilerin getötet. Was macht sie denn da als... sie sich als absticht. Ups. Da geht er hin. Ich würde gerne wieder eine gute Waffe finden. Ja, Waffen findet man wenig. Also die wechselt man nicht oft. Ja, die sind ja auch teuer, ne? Also so in echt. So. Da haben wir ja was Cooles gefunden. Ein Skillbuch, was wir gebrauchen können. Nämlich Bögen und Armbrüste. Was ist Flaming Strike? Das ist kein Skill von dem Magier, ne? Nein, das ist von dem arkanen Soldaten. Also ein Soldat, der auch so Magie-Nahkampfangriffe benutzt. Aber haben wir so einen nicht? Warum denn? Oh, ich glaube, der wäre cool. Stimmt. Eigentlich wüsste ich nicht, welchen wir davon wegmachen sollten. Ja, keinen. Außer vielleicht Freya. Na, ich glaube, die mausert sich noch. So, und dann greifen wir in der nächsten Folge die Gruppe hier an. Und das wird wohl klappen, hoffentlich. Ja, das läuft eindeutig. Bis dahin.